Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von SFS Tutorial. Und heute werden wir ein Undock-Tutorial machen. Im Grunde hat das hier nichts mit den Achievements zu tun, aber an sich ist es ziemlich wichtig, wenn man beispielsweise Raumstationen baut oder im Allgemeinen Sachen aneinander packen möchte. Und dazu werden wir eine Rakete bauen, genauer gesagt zwei. Sie werden genau gleich aussehen und essentiell sind sie genau dieselben wie in der allerersten Folge, also dem Orbit-Tutorial. Und wir fangen an mit einer Kapsel. Die packen wir hier zwei Felder unter dem obersten Limit quasi hin. Dann ein Hitzeschild, ein Separator, dann ein 15-Tonnen-Treibstofftank. Ein Kolibri-Triebwerk, dann hier mit Symmetrie die RCS-Düsen, einen weiteren Separator, dann hier 20, 40 Tonnen Treibstoff und ein Falkentriebwerk. Dann gehen wir zur Struktur und packen hier dieses zweibreite Strukturteil hin. Aerodynamik, da kommen dann zwei von diesen seitlichen Fallschirmen hin und unter anderem dieser Andockring. Und dann haben wir auch die Rakete. Wir werden dann natürlich noch die Stufen machen. Und ja, ich packe es jetzt einfach mal in die Videobeschreibung. Ich meine, inzwischen mache ich es bei jedem Video. Also machen wir es hier einfach. Und zwar erste Stufe die beiden und zweite Stufe die beiden. Das war's im Grunde. Dann schalten wir das hier noch an. Immer anklicken, Schieberegler und Triebwerk auf an. So, dann haben wir die, ja, da haben wir die Rakete. Das war es im Grunde schon. Und die fliegen wir jetzt erstmal ins All. So, ich habe gerade die erste Rakete ins All gebracht. Und ich habe das jetzt erstmal einfach übersprungen, weil ich gleich das eigentliche Tutorial mache. Und wir bringen es erstmal in einen etwas höheren Orbit. Das ist relativ wichtig. Quasi die Zielrakete bzw. die Station sollte nicht bei 30 Kilometern sein, sondern deutlich höher. Das macht es deutlich leichter darauf zu fokussieren bzw. dorthin zu fliegen. Und ich kriege keine perfekten 80 hin. Aber da haben wir es. So, dann gehen wir mal hier hin und erhöhen eben unseren Orbit auf 80 Kilometer. Und ich würde es euch auch empfehlen, zumindest am Anfang, einen möglichst großen Abstand zwischen den beiden Raketen zu haben. Das macht das ganze System halt eben schneller. So, ihr müsst natürlich keine 80 Kilometer nehmen. Ihr müsst natürlich auch keine perfekten Werte nehmen. Ich mache das hier einfach mal. Es macht das Ganze natürlich einfacher, aber an sich ist das nicht unbedingt nötig. So, oben rechts haben wir jetzt 80 Kilometer. Das machen wir jetzt mal noch genauso. Jetzt haben wir beide Seiten 80 Kilometer und wir haben noch 53% übrig. Also, das. Hallo? 80. Es hat sich wieder geändert. Sehr schön. Bleibt bitte so. Okay. Speichern wir einmal ab. Einmal abspeichern. Sehr schön. Und dann möchte ich noch einen Fehler ansprechen, den viele machen. Wenn wir hier eine neue Rakete bauen wollen quasi. Viele gehen hier auf zurück zum Bauen. Das ist insofern dumm, weil der Fortschritt dabei verloren geht. Das heißt, die Rakete, die ich gerade ins All gebracht habe, verschwindet. Stattdessen müsst ihr hier rauf auf neue Rakete bauen. Und damit bleibt die Rakete, die ihr im Hintergrund gebaut habt, erhalten. Und ihr könnt einfach eine neue bauen. Daher, wir nehmen das. Und hier haben wir wieder die Rakete, einfach eine zweite. Und die starten wir auch. So, damit haben wir die Rakete. Wir starten hier einfach hier 100% Schub.
Und dann fliegen wir auch schon. Im Grunde machen wir genau dasselbe wie beim Orbit-Tutorial. Und zwar, wir folgen der Winkelanzeige oben, drehen dann immer weiter nach rechts, bis wir dann eben keinen Treibstoff mehr haben oder bis wir im All sind. Und ja, so funktioniert das dann eben. Ich werde das jetzt auch nicht nochmal genau erklären. Ich meine, schaut euch einfach das Orbit-Tutorial an und meistens braucht man das auch nicht mehr. Also ich denke mal, wenn wir ein-, zweimal im Orbit waren, dann könnte es uns inzwischen im Schlaf. Also es sollte keine Probleme sein. Und wir können natürlich hier ein bisschen die Zeit beschleunigen, damit das ein bisschen schneller geht. So, jetzt sind wir bei 75. Und 32 etwa. So, wir haben kaum Treibstoff noch. Ich mache das einfach mal ab. Und dann starten wir das Triebwerk. Wir fokussieren einmal. Dann drehen wir nach links, weil der Punkt stark auf uns zukommt. So. Und jetzt wird er ein bisschen langsamer. Jetzt können wir auch langsam wieder ein bisschen nach rechts drehen. Und wie ihr wisst, wir brauchen 1670 Meter pro Sekunde an Geschwindigkeit für einen niedrigen Erdorbit. Und da fehlt auch nicht mehr viel, knapp 100 Meter pro Sekunde. Und da haben wir die Nachricht, wir haben einen niedrigen Erdorbit erreicht. Jetzt machen wir Folgendes, wir speichern erstmal ab, überschreiben. Und jetzt gibt es quasi zwei Szenarios, und zwar einmal hier, dieses Szenario, wo wir quasi hinter unserer Zielrakete sind, oder indem wir vor unserer Zielrakete sind. Also das ist jetzt hier ein bisschen übertrieben, aber an sich versteht ihr, was ich meine. Und unser Orbit ist noch nicht ganz da, wo er sein soll. So, jetzt sollte es besser sein. Wenn es genau auf 30 Kilometer ist, macht es hin und wieder Probleme. Also wir haben zwei Szenarien. In früheren Tutorials habe ich die separat angesprochen, aber es ist relativ unnötig eigentlich, weil ihr die Zeit beschleunigen könnt, sodass ihr eben wieder hinter der Rakete seid, genau so. Daher werde ich das jetzt hier nicht separat besprechen. Und zwar machen wir Folgendes. Wir gehen zu irgendeiner Stelle in unserer Bahn und drehen uns in Pfeilrichtung, genau so. Und dann klicken wir einmal auf die Rakete und sagen Kurs setzen auf. Okay? Jetzt entsteht hier wieder zwei Punkte, Transferfenster, Rendezvous und eine gestrichelte Linie. Man kann sich daran halten, ich mache das in diesem Tutorial nicht, weil ich eigentlich eine sichere Methode euch zeigen möchte, vor allem für die, die es zum ersten Mal machen. Mit der gestrichelten Linie ist es relativ sicher, aber ich zeige es euch, wie es noch sicherer geht. Und zwar machen wir es folgendermaßen. Wir starten das Triebwerk. Dann haben wir hier unseren höchsten Punkt, unsere Apoapsis. Und die erhöhen wir so lange weiter, bis die direkt auf der Bahn von der Zielrakete ist. Etwa so. Und dann beschleunigen wir wieder die Zeit. Und hier schauen wir dann immer nach. Ist die Zahl positiv? Nein, ist sie nicht. Gut, dann gehen wir eins weiter. Okay? Und in diesem Fall wird es wahrscheinlich direkt positiv sein. Genau. Und wenn es noch nicht positiv ist, wie gesagt, einfach eine Runde weitergehen und nochmal nachschauen. So, dann drehen wir uns in Pfeilrichtung. Das ist jetzt ein bisschen verdeckt hier, ist ein bisschen schwer erkennbar.
aber wir beschleunigen jetzt auf jeden Fall ein bisschen und ihr seht, die Zahl wird kleiner. An sich, wenn wir das jetzt hier so auf 0 bringen, dann würden wir die Rakete gleich, hätten wir gleich ein Rendezvous damit. Ihr könnt es nochmal sicherer machen, indem ihr einfach ein bisschen darüber hinausgeht. Nicht viel, denn die Bahn hier muss immer noch niedriger sein, aber ein klitzekleines bisschen kann man da zusätzlich machen. Das macht das Ganze eben sicherer. Und da macht es genau dasselbe wie vorher. Wartet darauf, dass die Zahl positiv wird, wie zum Beispiel jetzt. Und dann könnt ihr wieder dasselbe machen. Ich werde in diesem Fall das nicht nochmal machen, weil die Bahn ist jetzt schon extrem, extrem ähnlich. Ja, das sind nur noch so 10 Kilometer Unterschied. Jetzt sollte es aber klappen. Also wenn dann das bei 0,0 Meter pro Sekunde ist, dann sollte es funktionieren. Und es hat sich jetzt natürlich wieder geändert, warum auch immer. Jedenfalls, wir beschleunigen jetzt mal die Zeit und warten, bis wir kurz vor dem Rendezvous-Punkt sind. Und der ist eben genau hier. Das heißt, gehen wir mal bis hier hin. Und dann gehen wir hier mal auf Fokussieren. Und ihr seht, die Zielrakete kommt eben immer näher auf uns zu. So. Irgendwann sehen wir die auch hier. Wir warten quasi, bis sie ganz nah an uns dran ist. Und dann seht ihr, die fliegt nach unten rechts. Das heißt, wir müssen nach unten rechts beschleunigen. So. Jetzt fliegt sie nach oben rechts. Also müssen wir wieder nach oben rechts beschleunigen. Und ich glaube, jetzt können wir auch unsere RCS-Düsen einfach verwenden. Und ich mache das jetzt einfach nochmal, also abspeichern. Ist ganz nützlich, vor allem wenn ihr es zum ersten Mal macht. Und dann seht ihr, es bewegt sich immer noch auf uns zu. Das heißt, wir verlangsamen noch etwas. Und dann bewegen wir uns mit den RCS-Düsen weiter. Macht es auf jeden Fall nicht zu viel. Also ich habe schon öfters gesehen, dass sie einfach die Taste durchdrücken, nur um dort schneller hinzugehen. Erstens, es macht es nur schwieriger für euch. Und zweitens, ihr verschwendet dabei Treibstoff. Also lasst euch Zeit. Ich meine, was daran so schlimm, dass wir jetzt relativ langsam darauf zugehen. Ja? So. Und im Grunde haben wir es geschafft. Und da haben wir es. Ja, also die Andockluken haben auch einen gewissen Magnetismus, also die ziehen sich gegenseitig an. Und das sollte es dann zumindest am Anfang relativ leicht machen. Hier haben wir 48%, da haben wir 43%. Packen wir mal ein bisschen darüber, so. Jetzt sind es etwa, ja, 50-50, reicht auch. Und damit haben wir hier die zwei Raketen aneinander gedockt. Und vielleicht können wir noch vorher den Orbit wieder perfekt machen. Genau, da haben wir es. 80 Kilometer. Und jetzt bleibt ja nur noch eine Sache übrig. Nämlich, perfekt, die Raketen wieder zurückzubringen zur Erde. Dazu nutzen wir am Anfang auch einfach die RCS-Düsen. Weil die Triebwerke natürlich die andere Rakete aufheizen könnten. Und dann eben gegen die Flugrichtung und etwa 15 Kilometer reicht auch. Dann drehen wir uns noch ein bisschen und gehen mal hier hin. Die andere Rakete werden wir danach landen. So, dann können wir uns einmal so drehen und einmal so drehen. Dann verglühen wir nicht und wir haben hier ein kleines Feuerwerk.
Ein Fallschirm haben wir zum Glück noch. Und damit warten wir auch, bis wir bei 1500 Meter sind. Also etwa jetzt. Und dann können wir auch langsam hier unser Hitzeschild entfernen. Da ist die Erde schon. Und damit fliegen wir jetzt langsam aber sicher auf die Erde zu. Und bumm, da ist unser Hitzeschild kaputt. Hier ist unsere Kapsel. Wir haben noch 50 Meter, 30, 20, 10 und bonk, wir sind gelandet. Damit fehlt nur noch die andere Rakete. Da drehen wir auch mal einfach um. Ich glaube, hier öffne ich die Fallschirme tatsächlich erst bei 1000 Metern, weil wir eben zwei Stück davon haben. Und da haben wir 1000 Meter. Können wir den Hitzeschild auch wegmachen. Da ist die Erde. Ah, keine Chance. Man kann die andere Kapsel nicht sehen. Bumm, da geht unser Hitzeschild kaputt und wir fliegen langsam aber sicher auf die Erde zurück. So, 60, 50, 40, 30, 20, 10 und klonk. Und damit haben wir es geschafft. Ja, wir haben zwei Raketen im Erdorbit aneinander gekoppelt. Da haben wir auch das Achievement, was im Grunde keins ist, nämlich im niedrigen Orbit der Erde angedockt. Wir sammeln es mal auf und gehen auf Spiel fortsetzen. Wechseln hierhin, sammeln das auch mal ein. Und dann gehen wir aber zurück zum Weltraumzentrum. Und das war's im Grunde mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, dann lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss!